Ja, hallo und herzlich willkommen zu Missing Children, einem weiteren Chillersart-Game. Und ich hoffe, dass gleich alles funktioniert. Ich musste ein bisschen was in den Einstellungen umändern, weil sich das Spiel immer wieder in 4K gesetzt hat, da nicht mehr im Vollbildmodus war und so weiter und so fort. Naja, wie auch immer, es soll ähnlich sein wie Stigmatized Property, aber... Ja, wir sehen einfach mal selber. Missing Children. Ihr seht, Continue. Ich habe nur, wie gesagt, was an Einstellungen rumgespielt. Was wahrscheinlich nicht so gut war. Ich hätte da eigentlich so lassen sollen. New Game. Ja. Okay, fangen wir an. Okay, wir haben Vollbild. Immerhin. Hallo? Sato. Ja, es ist schon eine Weile her. Hey, lange... Yamada war's, ne? Ja, das ist mein Name. Ich habe gehört, dass du ein Bully-Detective geworden bist. Und dass ich das eben schon mal versucht habe aufzunehmen, das Spiel. Habe ich vermutet, dass Bully-Detective wahrscheinlich sozusagen so eine Hilfe ist für gemobbte Kinder oder Kinder, die irgendwelche schulischen Probleme haben. Ich kann deine Entscheidung auf jeden Fall verstehen, nach dem, was passiert ist, nach dem Unfall. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und deswegen wollte ich auch mit dir darüber reden. Ich glaube, dass du uns helfen kannst, vor allem nachdem, durch was du schon gegangen bist. Ich werde es dir alles persönlich sagen dann. Ich werde in Nekonoma auf dich warten. Wir sehen uns dann da. Okay. Okay, ich bin ready. Und warum ich jetzt wieder ein Chillers Art Game spiele? Ich werde die 2, 3 Chillers Art Spiele doch, die wir noch auf der Liste haben. An sich waren wir auch schon fertig mit Chillers Art. Das hier wäre das einzige Game gewesen, was übrig geblieben ist. Aber in den letzten 2 Monaten ist dieses Midnight Delivery oder wie das heißt rausgekommen und The Caregiver. The Caregiver habe ich bereits, dieses Delivery Ding noch gar nicht. Schauen wir mal. Ja, es setzt sich immer automatisch auf die Einstellungen. Wenn ich das jetzt runterschrauben würde, würde es sich aus diesem, also wären wir aus dem Modus hier raus. Da würde es hier so schön abgeschnittene Kanten haben. Und ihr seht wahrscheinlich gerade die Maus gar nicht. Wenn wir hier so irgendwie so abgeschnittene Kanten haben, das kann ich nicht. Ich würde euch natürlich das Spiel im Vollbildmodus zeigen. Ach du Scheiße, das sieht ja alles andere als gut aus. No smoking. Haben wir hier was? Nee. Ja, aber die anderen Chillsart-Spiele werden natürlich auch noch gespielt. Aber so langsam sind wir mit der Liste durch. Und ich schätze mal, dass das hier auch ein 3-4 pro Jahr Part-Projekt wird. Also auch so eine Stunde oder so. Danke, dass du gekommen bist, Sato. Also, ich werde es mal ganz simpel jetzt sagen. Drei Schüler der Junior High School sind verschwunden. Aber wir haben Grund zur Annahme, dass es kein Kidnapping war. Ein Elternteil der Kinder hat gehört, dass sie sich am Tag ihres Verschwindens treffen wollten. Funanashi sollte in der Lage sein, dir ein bisschen auszuhelfen. Aber er ist wahrscheinlich nicht so der Sympathischste. Aber sei nicht zu hart mit ihm. Er sollte draußen gerade seine Pause haben. Und noch eine Sache. Wenn du speichern willst, kannst du jederzeit mit mir reden. Ja, okay, dann machen wir das doch direkt mal. Ich will speichern. Katze. Ich habe Chillersart-Spiele auch richtig vermisst. Also. Horror-Movie, ja klar. Ich habe Chillersart-Spiele auch richtig vermisst. Weil es gibt momentan keine Spiele, die mir so diesen Flair geben. Was ich halt auch noch mit überlegt hatte, wäre White Day aufzunehmen. Aber das würde ich vielleicht machen, nachdem wir Alchemilla abgeschlossen haben. Obwohl wir auch noch Detention offen haben. Wir haben auch noch Firewatch offen. Das sind auch alles Riesenprojekte.
Okay, ist hier irgendwas? Oh, und ich kann rennen, ich kann zumindest schneller laufen. Okay, mit dir soll ich reden, ne? Ah! Hey, Alter, start mich. Red mich einfach nicht so. Start mich, ja klar. Red mich einfach nicht so plötzlich an. Ich hab gedacht, mein Herz wird stehen bleiben. So, du bist der Detective Yamada-san. Ach nee, du bist der Detective, über den Yamada-san geredet hat. Nicht wirklich ein Detective. Ich helfe meistens nur Kindern, die irgendwie Probleme in der Schule haben. Dann haben mich die Leute angefangen, Bully Detective zu nennen. Und was auch immer es ist, ich würde es schwer finden, einer Frau zu vertrauen, die so. Was? Die so aussieht, was? Um jetzt so auf eine Mission zu gehen. Okay, wir sind wahrscheinlich nicht passend gekleidet oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind auf jeden Fall eine Frau. Hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Na, wie auch immer. Yamada-san hat mir gesagt, dass du viel mehr über diese Sachen weißt als unsere Officer. Also, hast du irgendwelche Ideen? Lass mal sehen. Okay, der Freund von einem der vermissten Kinder hat gesehen, wie die irgendwie über einen Online-Chat kommuniziert haben. Ja, wahrscheinlich, um sich zu treffen oder so. Dieses Mädchen war Mitsuki. Also, lass uns zuerst zu ihrem Haus gehen. Also, und wenn du wirklich gewillt bist, dort zu helfen, dann machen wir das. Okay. Let's go. Was ist los? Nichts. Okay. Okay, das beginnt alles sehr, sehr ruhig. Nichts mit Geist, nichts mit Fluch, sondern einfach vermisste Kinder. Das war ja bei Chillers Art Spielen bis jetzt was komplett anderes. Da war immer irgendwas Übernatürliches mit dabei. Alter, das sieht creepy aus. Okay. Ich würde sagen, ehe wir klingeln, schauen wir uns erstmal ein bisschen um, ne? Ich fühle mich, als würde ich hier bei Stigmatized Property und Convenience Store durch diese Vorhöfe laufen, durch dieses Wohngebiet. Hey, Doku. Er atmet noch. Ich schätze, er ist einfach nur alt. Nee, der sieht mir dezent tot aus, Alter. Selbst wenn du sagst, er atmet noch, weiß ich nicht, wie sehr ich das glauben kann. Okay, ist hier irgendwas? Kommen wir hier rein? Nee. Durch die Vorder-, also mit der Vordertür. Wer bist du? Was willst du von mir? Wenn du wegen Mitsuki hier bist, sie ist nicht hier. Es gibt keinen Grund reinzukommen. Mitsuki ist weg. Und ich kann gerade nicht gestört werden. Okay, die hat bestimmt einen Boy zu Hause gerade. Dazu könntest du bitte weggehen. Du bist nicht mehr von der Polizei. Was glaubst du eigentlich? Du bist okay, chill, Alter. Ich belästige dich gleich noch mehr. Ich klinge die ganze Nacht, wenn du so freundlich bist. Ja, kannst du bitte mal mit mir kommen? Und ja, ich bin nicht gut in sowas. Dann solltest du nicht zur Polizei gehen. Ich komm, bitte. Sie wird nicht mit mir reden, wenn es nicht mal die Polizei ist. Na gut, ich verstehe. Aber musst mich nicht blamen, wenn irgendwas passiert. Ja, ich will ja, dass was passiert. Okay.
Du schon wieder. Oh. Sieht aus, als hast du tatsächlich diesmal einen Officer dabei. Trotzdem. Das ist kein Grund, dass ich euch reinlasse. Ich denke nicht, dass sie nochmal rauskommt. Und irgendwas hätte, um sie zu überzeugen. Ja, zu schade. Kann man nichts machen. Für jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zu Akiko. Okay, wahrscheinlich ein anderes Kind oder so, oder auch ein Freund von den Kindern. Oder ist das hier Akiko? The fuck bist du? Dieses Windmühlenspielzeug ist komisch. Egal wie ich es auch drehe, es bewegt sich nicht. Das macht keinen Spaß. Okay, das Ding dreht sich nicht. Bist du ein Kind? Ja, du bist ein Kind und du trägst nur diese Maske. Ja, warum trägst du eine Maske? Bin ich froh, dass du fragst. Meine Familie und ich. Okay. Ein Problem mit den Masken. Könntest du mir bitte ein paar Masken finden, die ich benutzen könnte? In der Familie kann ich ohne die leben. Deswegen, was? Deswegen trage ich eine richtige Maske, damit wir ein bisschen von dem Stuff saven können. Was? Haben die einen Maskenladen oder so? Also ich habe jetzt nicht den Sinn davon verstanden. Vielleicht ist das auch irgendeine Tradition, keine Ahnung. Die haben irgendwo, die Family hat auf jeden Fall was mit Masken zu tun. Die Musik ist übel geil. Simpel, aber nicht schlecht. Erstmal zu Akiko. Das Spiel soll auch übrigens wieder so eine Stunde gehen. Hatte ich ja, glaube ich, auch gesagt. Also drei, vier Parts wird sich erledigt haben. Akiko. Oh. Okay. Das wusste ich bereits von dem Spiel, dass es hier so eine Umgebung gibt, weil ich hatte mir mein Channel-Banner. Für ungefähr ein, zwei Monate sah so aus, war einfach dieser Weg hier. Ich fand das so geil, ich war damals richtig im Schillers Art Hype. Newspaper Artikel 1, könnte es. Bist du gewesen? Ach, scheiße. Häusliche Gewalt? Sowas? Ein Tod eines Mittelschülers in der Stadt, okay. Am 14. September. Wurde Takumi Sato, 12 Jahre alt, in Nagoya City gefunden. Hat einen Haufen Wunden im Körper. Die Eltern werden verdächtigt, eine Single-Mutter, dass sie da vielleicht was mit zu tun hat. Wow. Das ist. Wahrscheinlich hat sie nichts damit zu tun. Das ist kacke, wenn du als Single-Mutter die einzige Verdächtige bist. Auf die Uhrzeit. Okay. Ein paar Minuten haben wir noch. Weil ich habe jetzt nicht unbedingt die Zeit, jetzt momentan viel aufzunehmen. Deswegen noch 6, 7 Minuten. Was ist das hier? Jetzt würde ich irgendwas opfere. Alter, hier sieht man auch die Grafik. Nicht so perfekt. Nicht so gut gelaufen. Und auch hier die Sachen, die kennen wir halt schon aus. Na, wie hieß es? Inonaki-Tunnel. Hat diese ganzen Laternen und so, wo wir mit denen auch was machen mussten. Also man merkt, viele Assets und für Texturen und so kennt man halt schon aus den anderen Games, weil man die davor gespielt hat. Aber das stört mich generell bei solchen Spielen eigentlich nicht wirklich, weil mit jedem neuen Konzept und so, mit jedem neuen Spiel, habe ich eigentlich auch einen anderen Flair. Niemand antwortet. Vielleicht ist irgendwie jemand in der Nähe. Aber bis jetzt habe ich nicht diesen Geisterflair tatsächlich. Es sind halt Kinder verschwunden und wir müssen sie finden. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendwas Übernatürliches die jetzt gekidnappt habt. Hoffe ich zumindest.
Es wäre. Ist verschlossen. Schauen wir uns nochmal um, ob wir hier einen Schlüssel finden. Oh, der hat die Gräber ausgehoben oder was? Oder sind das Beete? Bitte sag mir, dass das Beete sind. Ah, oh, jeez, erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, ich zerr mir den Rücken. Noch was suchst du denn hier überhaupt? Ja, tut mir leid, dass ich sie störe. Mein Name ist Sato. Das klingt echt nicht so wie für eine Frau. Ich habe gehört, dass Akiko verschwunden ist. Oh, sorry. Ich versuche ein paar Beweise zu sammeln. Dann könnte ich mich vielleicht in ihrem Haus umsehen. Klar, würde ich jedem Fremden direkt vertrauen. Oh, ist Akiko okay? Sie hat sich in letzter Zeit ziemlich seltsam verhalten. Jetzt mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Bitte finde Akiko. Ich glaube an dich. Natürlich. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, so viel du willst. Okay. Danke. Ich hoffe auch, ihr hört meine neue Tastatur jetzt nicht so. Ich musste mir eine zweite für das Setup hier holen. So dass ich meine alte dann zu dem zweiten, was ihr bald sehen werdet, zum zweiten Setup mitnehmen kann. Das heißt, wenn ich mal ab und zu jetzt mal nicht. Oh Gott. Wenn ich hier bin und aufnehme, kann ich das in dem anderen aber trotzdem perfekt machen. Ist quasi die gleiche Qualität, nur halt kein 2K. Reingehen. Ja. Würde schon sagen. Okay. Mal kurz auf die Uhrzeit. Ja, schauen wir uns mal kurz um. Ist verschlossen. Vielleicht weiß ich die Oma irgendwas. Ach du Scheiße. Und die sind nicht mehr aufgegessen, die guten Nudeln. Sind das Cup-Nudeln? Diese richtig berühmten? Ne, hier ist nichts. Ja, auch nichts. Okay, da läuft irgendwas. Rausgehen, okay. Omi, hast du irgendwelche Beweise für uns? Irgendwelche Hilfe? Was? Ich hab sie erst vorher getroffen. Oh, ist das so? Ja, ich denke, das ist. Okay, weil wir ein Gesicht haben, woran man sich schwer erinnert. Ja, danke, vielen Dank. Oh. So nebenbei, Akikos Raum, war verschlossen. Weißt du, wo der Schlüssel ist? Woher sollte ich das denn wissen? Lass mich mal überlegen. Ich dachte, ich hätte hier irgendwas gesehen in der Nähe, was wie ein Schlüssel aussieht. Aber ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Du bist mir eine fucking Riesenhilfe, weißt du das? Schlüssel. Wahrscheinlich hier irgendwo im Gebüsch, oder? Da hier irgendwo. Das ist auf jeden Fall ein Schuppen. Da ist bestimmt auch noch irgendwas drin, ne? Na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück zur Polizeistation und speichern. Dann war das für den ersten Part erstmal, wir checken die Situation ab. Und the fuck bist du? Sind sie okay? Nicht wirklich. Was ist denn passiert?
Ich hab keine Ahnung, ich bin nur ziemlich müde. Ich bin so müde, dass ich dich nicht mal ansehen will. Okay, fick dich, Alter. Die Sache ist die. Ich hab vergessen, mir ein bisschen Alk zu kaufen. Die Läden hier in der Nähe schließen einfach so schon so früh. Also, wenn du und deine Polizistenfreunde wollen, dass ich weggehe, geh mir ein bisschen mehr. Bring mir einfach Kaltes. Danke. Ach, und der hat kein Geld hierfür. Und ich soll dem ein bisschen Alk bringen. Ja, okay. Mal gucken. Speichern. Okay. Und so würde ich auch sagen, dass wir den ersten Part erstmal beenden. Es sieht recht solide aus, das Spiel. Ich weiß nicht, ob da noch ein großer Horrorfaktor kommt. Bis jetzt ist es halt wirklich polizeiliche Ermittlungen. Wir werden sehen, was da kommt. Bye.